Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist wahrscheinlich das Video, was die meisten Leute von euch am meisten interessiert auf diesem Kanal, neben dem First Run am Ende. Und zwar ist es der Umbau von der Speedfight, die wir hier hinter uns haben. Ich habe sie jetzt umgedreht, in den letzten Videos war sie nämlich andersrum. Ihr könnt mal sehen, ich habe hier vorne nämlich schon einiges auseinandergebaut. Und zwar geht es in diesem Video darum, wir bauen eine Yamaha Aerox Gabel vorne mit Holmen, einer vorderen Felge und einer hinteren Felge und einem Adapter zusammen mit diesen Adapterhülsen ein, damit wir diese originale Einarmschwinge nicht mehr haben. Der Hintergrund, warum man das Ganze umbaut, den könnt ihr hier sehen. Ja, es ist halt eine Einarmschwinge, bedeutet, wir haben nur einen Dämpfer. So, wir haben einen Dämpfer, der ist hier aufgenommen und haben wir hier halt einen Hebelarm, der halt das Rad quasi so dann hoch und runter bewegt. Hier hinten ist das gelagert. So. Und wer schon mal eine Speedfight gefahren hat und damit schneller als 80 gefahren ist, der weiß, dass das ganze Teil extrem schwammig fährt dann. Das Fahrzeug fährt dann in alle Richtungen, in alle Himmelsrichtungen, aber nicht mehr geradeaus, nicht mehr da lang, wo man hin möchte. Und aus dem Grund bauen das halt sehr viele um. So, natürlich passt das Ganze nicht so Plug and Play. Wir haben hier unten eine größere Aufnahme. Wir haben hier oben einen anderen Lagersitz drinne und diese Lenksäule zusammen mit der Gabel halt und den Dämpfern, die passt halt nicht so Plug and Play. Man muss ein bisschen was anpassen, man muss so eine Hülsen kaufen oder man baut sie sich selber. Ja, für hinten hat man denn so einen Adapter. Was brauchen wir überhaupt alles für diesen Umbau? Natürlich brauchen wir einmal eine Steckachse hier unten, ne, von Aerox. Dann brauchen wir die Holme und ganz wichtig, wir brauchen eine Gabelbrücke. Und zwar brauchen wir die Gabelbrücke vor 2003 bzw. 2004. Und zwar ist das eine ungestufte, ich zeige euch mal eben, was das ist. Dieses Rohr hier, das hat einen durchgängigen Durchmesser. Das hier ist jetzt eine sogenannte gestufte. Und zwar kann man das hier sehen. Hier ist ein Absatz. Ja, man kann das sehen in der Kamera. Das verjüngt sich hier. Hier hast du den normalen Durchmesser und dann wird das hier schmaler. So, wenn du die andere daneben hältst, hat die das nicht. Ne? Kann man gut sehen. So. Ja, wie eben schon gesagt, ihr braucht halt wie gesagt diese Gabelbrücke. Dann braucht ihr die zwei Holme. Dann braucht ihr die Steckachse. Und dann braucht ihr diese zwei Hülsen. Das sind Adapterhülsen. Die eine kommt nach unten. Ich weiß gerade nicht, welche nach unten kommt. Ich glaube, die hier kommt nach unten. Die gibt es aus Aluminium, die gibt es aus Stahl. Das ist immer unterschiedlich. Wenn man aus Aluminium hat, kann man die schon noch im Straßenverkehr benutzen. Allerdings, na klar, dieser ganze Umbau ist natürlich nicht für die Straße eigentlich. Ja, es funktioniert auf der Straße, aber auf der Straße würde ich kein Aluminium nehmen, sondern ich würde tatsächlich Stahl nehmen. Wo ihr die herbekommt, ist immer so eine Sache. Die gibt es natürlich nicht irgendwo zu kaufen bei ScooterTech oder sowas, sondern die muss man sich selber fertigen. Diese Adapterhülsen, die stellen verschiedene Leute stellen die Dinger her. Manchmal findet man sowas auch noch auf eBay. Manchmal muss man die sich halt, wie gesagt, selber drehen. Ich bin auch überlegen, ob ich die beiden Teile einfach mal vermesse, so wie sie jetzt hier sind. Und wenn die passen, dann stelle ich euch die Maße mit rein. Also ich markiere das hier irgendwo. Das werde ich dann nochmal machen. Ich wollte jetzt erstmal zeigen, wie ich den Umbau mache und nehme euch einfach mal mit und guck mal, ob da irgendwelche Probleme auftauchen. So, wenn ihr die Hülsen habt, so, dann habt ihr hier noch. Nee. Es fällt auseinander. So, dann habt ihr hier noch diese beiden Dinger. Das nennt sich Steuersatz. Das ist einmal das Lenkkopflager oben und unten. Die braucht man auch als Set. Und eigentlich brauchen wir noch ein Set von der Speedfight selber. Die Lager, die hier serienmäßig drin sind und hier oben auch. Das habe ich jetzt nicht gekauft, weil ich die Lager wieder benutze, weil es ist mir eigentlich egal, weil das Teil ja nur auf der Rennstrecke bewegt wird. Ich probiere es einfach mal. Ja, wenn ihr das jetzt habt, dann natürlich die vordere Felge von der Aerox. Da könnt ihr irgendwas nehmen. Ich habe jetzt die Originale. Die habe ich nochmal weiß lackiert. In meinen alten Videos habt ihr das gesehen. Die sind einfach hier in weiß glänzend. Hier ist die Buchse dafür. Kommt noch eine Scheibe drauf. Ich werde wahrscheinlich die originale Scheibe erstmal benutzen oder eine Oversize-Scheibe. Hier muss jetzt noch eine Tachowelle drauf. Die habe ich leider noch nicht. Die muss ich mir noch irgendwo herholen. Weiß nicht, vielleicht habe ich noch in irgendeiner Kiste eine liegen. Ja. Und für die Hinterachse haben wir hier so einen Adapter. Der ist jetzt aus Stahl. Der wiegt auch richtig was. Das heißt, ich weiß auch nicht, ob man den hier noch kaufen kann, weil der hat halt irgendwie hier so eine Gusskante. Ich weiß nicht, ob der irgendwie mal bei irgendeinem anderen Fahrzeug Serie war. Ich weiß es nicht. Der war auf jeden Fall auf meiner Speedfight drauf jetzt. Und dann hast du hier so Schrauben einfach nur. Damit wird dann, so hier, dann wird dann der Adapter mit den drei Schrauben hier auf die originale Narbe draufgeschraubt. So.
Und dann kann man hier die Aerox-Felge draufbauen. Die hintere Aerox-Felge habe ich auch weiß glänzend lackiert. Ich habe alles soweit erklärt, was wir brauchen. Hinten ist einfach ganz einfach nur anschrauben, da müssen wir nichts anpassen. Aber vorne ist das große Problem. Und zwar habe ich mir überlegt, ich möchte gerne den originalen Speedfight-Lenker weiterfahren. Das heißt, ich muss gucken, wie befestige ich den Lenker am Ende da auf dem Lenkstock. Wie mache ich das? So, und meine Idee ist jetzt, ich baue erstmal den Lenker ab. Dann nehme ich euch gleich mit. Dann baue ich hier unten den ganzen Klumbatsch ab. Verkleidung und so weiter sollte jedem bekannt sein, wie man eine Frontverkleidung abbaut. Ein paar Schrauben rausdrehen, das ist jetzt nicht die Welt. Also ich werde hier jetzt nicht zeigen, wie man eine Verkleidung abschraubt. Das ist, denke ich, für den Account ein bisschen unnütz. Weil Verkleidung liegt da auch schon. Waren jetzt, ich weiß nicht, 10 oder 12 Schrauben, keine Ahnung. Der Kühler ist auch lose. So, das heißt, wir kommen an sich an alles dran. Wir haben jetzt eigentlich nur hier die Schraube. Wir haben hier drüben halt zum Gegenhalten. Ich werde wahrscheinlich das Ganze einfach so machen, dass ich die Schläuche alle abbaue, sprich hier Tachowelle und Bremssattel. Das werde ich alles locker machen. Und dann werde ich hier oben einfach nur den Lenker abziehen, den Lenker beiseite hängen und werde dann hier diese Muttern lösen alle. Vorher werde ich aber nochmal die Länge hier oben messen von dem Lenkstock, damit ich weiß, wie lange oder wie weit, sage ich mal, von diesem Sitz hier oben der Lenkstock hochguckt oder beziehungsweise das Stück, wo später der Lenker wieder rauf muss, weil das muss ja am Ende genau gleich sein. Ich weiß auch noch nicht, ob das von der Aerox-Gabel passt, ne, ob der Lenker da wieder drauf kommt. Weil wenn das nicht passt, dann muss ich mir was anschweißen und muss ein bisschen in die Trickkiste greifen, damit ich diesen Lenker wieder fahren kann. Also das wird ein bisschen mehr Aufwand. Das, also ich sag mal, hier so einen Umbau von einer Gabel kriegt man so hin. Danach müsste man aber wieder eine Aerox-Gabel fahren, danach müsste man aber wieder einen Aerox-Lenker fahren, entweder original oder eine Downhill-Lenkeraufnahme oder weiß der Geier. Ich möchte gerne diesen originalen Lenker fahren. So viel dazu. Ich fange jetzt einfach mal an, das Ding hier auseinander zu bauen. Sprich, einmal Lenkerverkleidung ab. Ich baue das irgendwie ab. Wahrscheinlich gucke ich mal, wie es geht. Entweder ich kann es einfach so abschrauben. Ja, wird jetzt erstmal ein bisschen hin und her Probiererei. Ja, und dann geht das weiter. Kurzer Zwischenstand. Das habe ich jetzt abgebaut. Tatsächlich nur die große Schraube, ein paar Verkleidungsteile. Die Lenkerverkleidung ist hier jetzt abgebaut. Hier steckt die große Schraube drin, die ich eben meinte. So, das ist jetzt der Lenker. Nacke ich einfach nur. Und ja, ich werde jetzt den Lenker hier abziehen. Und dann werde ich mich hier um diese drei Muttern bemühen, dass die runterkommen. Dann lege ich nochmal unten den Bremssattel frei, dass der ab ist und die Tachowelle auf jeden Fall. Ja, und wenn diese drei Muttern dann abgeschraubt werden, sollte das ganze Teil rausfallen. Dann habe ich einmal komplett die ganze, die komplette Lenkung ausgebaut. So, der Lenker ist jetzt auch schon abgezogen. Und jetzt, wie eben schon angekündigt, dieses Stückchen. Das ist am Ende interessant, damit der originale Lenker wieder drauf geht. Wir messen uns das einmal aus. Messe ich jetzt, ihr seht jetzt, ich messe nur dieses kleine Stückchen, was am Ende interessant ist für den Lenker. Also das sind jetzt, 55,5 ist okay. Ja Leute, da ist das gute Stück. So, ist ausgebaut. War ganz einfach. Die Dinger, die ließen sich zum Glück hier sehr gut drehen. Hier unten, das Lager ist allerdings schon sehr mitgenommen. Darüber ist das kleine Lager, das sitzt eigentlich oben, ne? Weil wir haben ja von unten ein Lager und von oben ein Lager. Hier kann man jetzt mal sehen, wie das aussieht von unten. So. Und von oben sieht das so aus. So, jetzt habe ich mich vorhin vertan, ne? Weil das hier, das ist ein Steuersatz von einer Speedfight, das ist mir eben aufgefallen. Weil diese Größe an Lager ist halt hier unten drin, so. Das ist tatsächlich schon von der Speedfight, das wusste ich nicht. Das hat mir der, nette Verkäufer von diesem Set, von diesen beiden Hülsen, hat mir das dabei gelegt. So, aber ich habe selber noch ein Set für Aerox. Wir brauchen ja beides. So, und das Set für die Aerox sieht nämlich so aus. So, das ist das Set für die Aerox. Ihr seht, das sieht ein bisschen anders aus. Das sind nämlich so Buchsen, die man halt reinsetzt mit Lager. Das wird oben dann einfach nur festgeschraubt. Und das hier halt auch, so. Ja. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall beides. Das ist auch sehr gut, dass man das farblich unterscheiden kann, sag ich mal hier. So. Speedfight und Aerox, wir brauchen beides. Und zwar der nächste Schritt wird sein, wir müssen diese Gabel etwas bearbeiten. Und zwar hier unten, die Lenkeranschläge. Diese beiden Nupsis, die müssen weg. So, ich werde es jetzt einfach absägen. Ich werde das Ding einspannen in den Schraubstock. Dann werde ich das absägen. Und dann werde ich das noch ein bisschen glatt feilen. Ja, und das war's auch schon. Dann ist das Ding vorbereitet und dann kann das auch eingebaut werden, laut der Anleitung.
Dann zeige ich auch nochmal eben gleich, wie das aufgeteilt ist und dann bauen wir die Lenksäule ein. Was ich jetzt noch vergessen hatte zu prüfen, ich wollte mir das mal angucken. Und zwar, wie lang die beiden überhaupt sind, wenn das Lager hier unten sitzt. Sag mal, ob das überhaupt von der Länge her passt. Ne? Das hier oben so. Weil da ist ja unten etwa der Anschlag vom Lager. So, wenn man das so drüber guckt. Und wenn man hier hinguckt, die sind fast gleich lang. Aber nur fast. Ne? Bedeutet, wir müssen tatsächlich oben auch vom Durchmesser, man kann das sehen, die Aerox-Gabel ist dünner. Wir müssen da auf jeden Fall was ändern, damit wir da dann die Speedfight-Gabel, den Speedfight-Lenker draufkriegen. Ja, der muss ja draufpassen. Ja, und das gucken wir uns dann mal zusammen an, wie ich das dann löse. Ich überlege tatsächlich einfach nur, ein Rohr zu nehmen, das raufzuschrumpfen oder raufzuschweißen mit zwei Schweißpunkten, irgendwie sowas. Oder oben von der Speedfight das Teil abzuschneiden. Oder sogar, ich habe hier noch ein paar Rohre liegen, ich presse einfach eins rauf und schweiße das unten fest und dann ist auch gut. Die Sache ist halt, wir kriegen es dann nicht mehr angeschraubt. Das heißt, eigentlich muss ich was am Lenker ändern. Ich muss in den Lenker irgendwas reinsetzen, irgendeine Buchse, irgendeine Hülse oder irgendwie sowas. Das überlege ich mir dann nochmal. Dann zeige ich euch nochmal meine Lösung dann. Ja, nächster Schritt ist jetzt auch schon fast erledigt. Diese Hülse, beziehungsweise dieser Lagerring, der saß hier unten noch drauf. So, der muss natürlich runter, damit die Hülse am Ende passt. Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig, das nicht runterzuholen. Ich habe mir hier so Holz... Stechmeißel habe ich hier, zwei Stück. Und damit konnte ich tatsächlich so von der Seite unter diesen Ring drunter lupfen und den dann, ich sag mal so, abhebeln. Ne? Ist immer ein bisschen sehr fummelig. Wenn ihr sowas nicht habt, holt euch sowas. Der Ring muss auf jeden Fall ab, damit die Hülse sitzt. Und ich habe hier den Lenkanschlag. Man kann ihn sehen, auf der anderen Seite ist er noch da. Der Schnupsi hier. Hier oben ist er ab. So. Das hat den Hintergrund, weil sonst der Ring natürlich nicht drauf passt, ne? Weil wenn man den Ring, beziehungsweise, ich meine diese Hülse ist es. Wenn man die jetzt hier drauf schiebt, könnt ihr sehen, die passt nur sehr knapp. Die Nase, die muss auch noch weg, der Anschlag. Natürlich muss der untere Anschlag auch noch weg, den mache ich gleich weg. Und dann kann man das eigentlich schon fast direkt zusammenbauen. Beide Anschläge sind jetzt abgeschnitten. Das ist jetzt auch nicht besonders modelmäßig, aber es ist egal. Das tut ja seinen Zweck. So, als nächsten Schritt haben wir jetzt hier in unserer Anleitung. Wir nehmen uns die Hülse. Und zwar ist das die hier. Die setzen wir nach unten. Die kommt hier rüber. Tja, gut, welche kommt nach oben, welche nach unten? Jo, ihr seht, es ist eingebaut. Ihr seht auch, hier unten ist der neue Lagersatz drin, hier oben auch. Wir haben auch noch genug Platz oben. Tatsächlich, ich habe ihn mal eingestellt auf 55, das was wir am Anfang hatten. Und ich glaube es eigentlich gar nicht selber, aber ne, er hat genau 55, er hat genau das gleiche Maß wie vorher. Jetzt ist nur die Frage, wie ändere ich hier oben den Schaft, aber das ist ein anderes Problem, das mache ich später. Was jetzt noch ist, also ihr seht, ich kann das Ding so drehen, es funktioniert, es passt. Aber, aufgepasst, was haben wir hier? Die zwei Hülsen, die sind nicht eingebaut. Und ich sag mal so, ich hatte ein kleines Problem. Deswegen ist das hier auch alles voll mit Werkzeug. Ja, und ich möchte euch das ja nicht vorenthalten, wie das Ganze jetzt abgelaufen ist. Und zwar diese beiden Hülsen. Die hier hat ein bisschen Ähnlichkeit mit der, die in der Anleitung ist. Aber die hier hat irgendwie überhaupt keine Ähnlichkeit mit der, die in der Anleitung ist. Ja, das Gute ist, ich hatte tatsächlich zwei Lagersätze, einmal Speedfight und einmal Aerox, hatte ich ja erzählt. Ich habe jetzt aber den Speedfight-Lagersatz, den hier, ja, das ist hier, so. Der Speedfight-Lagersatz ist noch komplett, beim Aerox-Lagersatz hatte ich nur diese Hülse, beziehungsweise den Lagersitz, der noch nicht benutzt ist. Ja, Leute, was ist passiert? Es ist ein bisschen Blödsinn passiert. Und zwar, ja, jetzt wo ich weiß, es passt wieder, baue ich es mal eben kurz aus und zeige euch das, was ich gemacht habe. Unser letzter Schritt war ja der, dass wir versucht haben, diese Hülse hier rauf zu packen. So, ja, hier unten, da war dieser goldene Lagersitz war noch nicht drauf. Das ist tatsächlich der, den wir vorher runtergeholt haben, der alte. So, das ist jetzt einfach der nur in neu. Ne? Der ist im Aerox Gabel-Lagerset dabei. Da ich den eh runter hatte, hatte ich gleich den neuen drauf gemacht. Dann später, das erzähle ich euch gleich.
Es ist nämlich ein bisschen sehr wischiwaschi passiert, was hier gerade los war. Ich habe hier nämlich eine Stunde lang geflucht und gefeilt und gesägt und alles gemacht. Und im Endeffekt habe ich einfach mal nur probiert und siehe da, es hat geklappt. So, weil, pass auf, diese zwei Lagers, diese zwei Hülsen, ne, die habe ich privat von jemandem gekauft, der zu mir aber meinte, irgendwas passt da nicht und der hat die irgendwie wohl selber gemacht und so weiter. Ja, ich habe jetzt tatsächlich rausgefunden, man kann das Teil ohne diese Hülsen machen, aber man muss ein bisschen Blech dabei haben und ein bisschen handwerklich begabt sein, sag ich mal. So, und jetzt, lange Rede, gar keinen Sinn, wir haben das Teil draufgesteckt gehabt, den hier, so. Den hier denkt ihr euch jetzt mal bitte eben weg. Der saß da drüber, so. Dann hieß es, man soll das neue Speedfight-Lager nehmen, so. Das neue Speedfight-Lager für unten ist das. Wenn man das da drüber legt, seht ihr, das wackelt hin und her. Das heißt, was ist da los? Es geht nicht. Dann habe ich die andere Hülse gehabt, die hier. Da sitzt das Lager einigermaßen fest drauf. Es wackelt ein bisschen, aber es ist okay. Es ist noch nicht schlecht. So. Dann hatte ich überlegt, okay, dann kommt das andere Teil wohl nach oben. So, dann habe ich diese Hülse genommen, wollte sie rüberschieben und siehe da, sie hängt. Sie hängt genau hier. Da, wo das Loch hier ausgestanzt ist. So, ich denke mal, man sieht es auf der Kamera, dass ich hier ordentlich gedremelt habe, gefeilt habe, alles Mögliche gemacht habe, damit diese Hülse da irgendwie rüberpasst. So, dann hatte ich sie irgendwann drüber, habe sie runtergeschoben und dann klemmte sie hier unten auf der Passung. Ich habe mit dem Hammer drauf rumgehauen, es ging einfach nicht. Die hat jetzt hier so ein paar Kanten drin. Es hat einfach nicht gepasst, ums Verrecken, es hat nicht gepasst. So, dann habe ich mir gesagt, okay, ich stecke das Teil einfach mal rein mit dieser Hülse oder mit der anderen Hülse. Und das zeige ich euch mal eben an der Karre. So, man schiebt es nämlich von unten halt rein und es guckte genau so viel raus. Es guckten zwei Gewindegänge raus oder so, oder drei. Das heißt, es ist kompletter Mist. Es hat nicht funktioniert. Ich habe mich richtig aufgeregt und habe dann überlegt, was kannst denn du machen? Weil dieses Ding, das ist ja der alte Lagersitz. Ne, das Lager, so, das passt hier rein, das sitzt auch gut. Das neue Lager hingegen wackelt hier drinnen rum. Was ist das? Also ich weiß nicht, was ich da gekauft habe oder was hier mitgeliefert wurde. Das ist auf jeden Fall scheinbar für Speedfighter, für Aerox ist es nicht. So, dann habe ich mir überlegt, das da rein, so. Das sitzt normalerweise ja hier unten dran, so, weil das ist einfach nur ein Loch. Das sitzt hier drinnen, so, mit dem Lager. Jetzt hatte ich geguckt, was passiert denn, wenn ich dieses Lager hier drüber setze, so, auf den Ring. Das wackelt auch, das geht so nicht. So, nächste Idee, was passiert denn, wenn ich das Lager in diesen Ring reinlege? Das ist jetzt von Aerox, ne? Aerox Lager in die Speedfight-Lager, in den Lagersitz rein. Wackelt auch hin und her, okay. Dann habe ich mir überlegt, ich mache den wieder rauf, nehme dann das Lager, pack das drauf, so, das funktioniert jetzt gut. Dann habe ich hier die andere Hülse, dann habe ich die rübergesteckt. Das alles ist jetzt komplett von Aerox, da ist nichts von Speedfight, so, das passt auch genauso ineinander. Und dann hatte ich mal geguckt, ob ich nicht diese Hülse einfach in den Rahmen reinstecken kann. Das Problem ist, man kann sie reinstecken, aber sie wackelt halt, ne? Sie ist halt viel zu klein. So. Ja, das ist, wie gesagt, Speedfight, Aerox. So, man kann es auch optisch schon sehen, ne? Die kann man fast ineinander stecken, die Hülsen, die sind, ja. Und habe ich mir überlegt, hier, das Teil passt ja nicht so ohne weiteres da rein. Aber ich bin ja handwerklich nicht komplett dumm, sag ich mal, und habe mir dann so ein bisschen was, ich sag jetzt mal, gefuscht. Und ihr wisst ja, wenn es funktioniert, ist es kein Fusch. Und ich habe mir einfach einen Ring gebaut, ne, sowas. Den packe ich jetzt darüber, klack. Ich habe den Unterschied gemessen von dem zu dem, das sind 3 mm. Das heißt im Radius auf beiden Seiten 1,5 mm dazu. Der jetzt, den so mit dem Ring drauf, den kann man da jetzt tatsächlich so reinstecken. So, der sitzt da jetzt drinne. Hat auf beiden Seiten kein Spiel mehr und man sieht es, er sitzt da zwar drinne, er ist nicht komplett auf Spannung, aber er sitzt halt fest, er sitzt halt ordentlich fest. So, man kann ihn nicht verschieben, so, ne? Man kann ihn nicht wirklich bewegen. So, das ist schon mal gut. Und jetzt habe ich das einfach mal so, Aerox und Aerox und hier auch Aerox mit einem Ring. Einfach mal rein damit, zack. Und siehe da, wir haben oben richtig viele Gewindegänge. Und so wie es sich dann gehört, kommt das nächste Lager oben rein. Klack,
Dann kommt der Teller zum Festschrauben. Zack, oben rauf. Oben haben wir noch zwei Gewindegänge, die rausgucken. Unten sitzt das gut. Man kann es bewegen. Es wackelt auch nicht, es klackert nicht, es ist fest. Ne? Alles nur wegen diesem Ring, der da drin ist. Man kann es natürlich auch aus einem Rohr machen. Das wäre professioneller. Ich habe jetzt kein Rohr da gehabt. Ich lasse das jetzt auch einfach so. Das ist egal, weil das nutzt sich ja auch nicht ab. Das ist ja Edelstahl. Das ist ja, ne? Was soll da passieren? Es ist natürlich ein bisschen Spiel, aber das ist völlig in Ordnung. Das Lager braucht ja auch ein bisschen Spiel. So, man hätte auch hier die Anschläge, ne? Die hätte man so, wenn sie jetzt hier sind. Ich weiß gar nicht, ob man sie hätte abflexen müssen. Ich glaube nämlich nicht. Obwohl, die könnten vielleicht hier im Weg sein. Aber egal, es sitzt jetzt. Und das Ganze ohne diese Hülsen, die da drin sind. Und das ist das Interessante, das geht auch ohne Hülsen. Das heißt immer, ja, man muss Hülsen benutzen. Aber das stimmt gar nicht. Die Hülsen sind hier. Zack, zack. Es ist ein Ring vom Aerox übergeblieben. Das komplette Speedfight-Set brauchen wir gar nicht. Ja. Nur das Ding muss raus und das Aerox-Teil muss rein. Und das ist ja in dem Set dabei. Was ich jetzt natürlich nicht gemacht habe, ist hier unten alles eingefettet. Das heißt, ich baue das jetzt nochmal aus. Oben und unten. Und dann fette ich das nochmal richtig schön ein. So. Das war jetzt der Schritt. Das heißt, diese Gabel sitzt jetzt schon. Ich denke mal, die Montage von einem Vorderreifen und von hier zwei Holmen ist selbsterklärend. So, jetzt ist es 4 Tage später. Ich bin auch wieder da. Projekt geht weiter. Jetzt geht es weiter am Lenker. Den hatte ich ja ab. Und jetzt müssen wir mal eben schauen. Ich baue hier oben die Armaturen ab. Sprich hier und hier. Dann muss ich den Griff noch runterholen. Der andere Griff ist wahrscheinlich auf dem Griff selber drauf, auf dem Gasgriff hier. Das Ding ist ja, dass der ab ist. Da kommt ja ein Kurzhub dran. Hatte ich wahrscheinlich schon mal gezeigt. Der hier, den hatte ich mir von Motorforce gekauft, damit der hier den 28er aufmacht. Ein kleines Ding ist noch zwischenzeitlich passiert, jetzt wo ich wieder da bin. Ich habe das Heck mal ausgerichtet. So sieht das jetzt aus. Der Motor steht leicht steil, nicht zu viel. Frame steht ebenerdig, also gerade, und Auspuff hängt auch weit genug oben. Da kann man es jetzt sehen. Also wir wollen jetzt den Lenker anpassen. Und ja, was wollen wir dafür auf jeden Fall machen? Der Lenker ist ja jetzt gerade lose, man sieht, es bewegt sich nichts. Das heißt, wir müssen den Lenker mit der Lenksäule verbinden. Ich möchte aber da ungern irgendwas unwiderruflich schweißen. Wir hatten vorher ja das umgebaut. Jetzt baue ich erstmal den Lenker ab und lege ihn auf den Tisch. Ja, den Lenker habe ich jetzt hier ausgebaut, den habe ich jetzt auch komplett demontiert, hier ist nichts mehr dran. Kein Stück Verkleidung mehr, keine Bremse und sonst was, das liegt alles da. Hier oben haben wir jetzt nur noch ein paar Kabel rausgucken und hier so ein Bremshebel und sowas alles. Ne? Ja, hier haben wir ja jetzt natürlich das Steuerrohr von der Aerox und das ist von der Speedfight. Das ist natürlich ein bisschen viel größer, man kann es sehen, wenn man es draufsteckt. Ne? So. Das klimpert hin und her. Das hat keine Führung mehr. So, das ist jetzt das Problem. Was machen wir jetzt? Ja, ihr seht, ich habe das mal eben zusammengebaut. Jetzt kann man hier reingucken. Ich weiß gar nicht, ob man das so gut sieht, leider. Hier unten, da wo normalerweise die Schraube durchkommt, da guckt oben die Nut ganz leicht durch. Das schätze ich mal, sind so 2 mm. Das müssen wir uns merken. Und hier zwischen ist auch noch genug Luft. Hier zwischen, ne? Das ist gut. Ja, das heißt, damit kann man jetzt arbeiten. Ich baue das Ganze mal wieder auseinander. Das war jetzt nur einmal, um zu prüfen, nicht, dass die ganze Verkleidung, sei mal, in der Front drinne sitzt. Ne? Das wäre natürlich doof. So, und um das Wackeln, was jetzt hier drinne ist, wegzubekommen, habe ich jetzt hier so ein schönes Rohr. Na, das kann man sehen, wenn man es drüber steckt, hier über den Schaft. Dann, es klickert ganz leicht hin und her, aber das, macht man später mit der Schraube, denke ich mal, wieder weg, wenn man die anzieht. Und sie passt halt auch. Das Ganze passt halt auch hier rein. Ohne dass es jetzt zu viel Spiel hat. Das heißt, ich werde das jetzt so machen. Ich werde mir dieses Rohr so lang abschneiden, dass es genau unten halt anliegt. Also genau einmal hier diese Länge messen. Die haben wir ja schon ein paar Mal ausgemessen, müssten 55 mm sein. Das heißt, abschneiden. Das Stückchen Rohr ist jetzt fertig. Habe ich gebaut. So. Und das sitzt wirklich sehr gut hier drüber. Wackelt nicht. Ja, so. Und wenn man es hier reinschiebt. So, dann wackelt es ein bisschen, ja.
aber durch die Schraube, denke ich mal, wird das wieder gehen. So, und hier kann man jetzt sehen, dass der jetzt einigermaßen wackelfrei sitzt. Man erkippelt noch ganz bisschen. Wie gesagt, das machen wir durch die Schraube, am Ende klemmen wir das fest. So, jetzt ist die Sache, wir müssen das mittig anzeichnen und dann bohren. Das heißt, wir bohren einmal quasi durch und machen eine Schraube drüber. So, ich habe eben das Loch eingebohrt. Man sieht, es ist genau gegenüber. So, und jetzt kann man hier wunderbar sehen, da ist das Loch in der Hülse. Ne? Das dreht sich mit. Und unten liegt er auf dem Kranz auf. Das heißt, hier kann ich dann jetzt das Loch anzeichnen. Mein großer Vorteil ist jetzt, wenn ich das mal runternehme, dass ich hier oben ja quasi diese originale Mulde noch habe, ne? Die hier oben. Und ich kann einfach das Loch, wenn ich das da drauf lege, ich ziehe mir jetzt einfach eine Linie von oben nach unten runter und dann kann ich das genau ausrichten, dass es genau mittig ist. Dann muss ich nicht irgendwie unten gucken, dass das Rad gerade ist oder so, weil das sitzt halt dann hier schon genau mittig drauf. Ne? Das ist ganz geil. Ich kann es auch oben ausrichten, so gesehen. Und das hier ist jetzt ein 8 mm Loch. Einfach weil ich hier geguckt hatte. Das ist jetzt hier ein 10 mm Bohrer, damit habe ich eben das Loch entgratet. Aber wenn ich das hier mal so vorhalte, so von der Breite her, das ist doch ein bisschen viel. Und ich glaube, damit schwäche ich die Lenksäule ein bisschen zu sehr. Deshalb bleibt es einfach 8 mm. So, ich zeichne das eben an, baue hier ein Loch durch und dann kann ich den hier, weil der hat nämlich genau auch mittig das Loch, das ist ziemlich gut. Ne? Das heißt, es passt eigentlich genau so, es passt genau in den Kram rein. Stecken wir am Ende nur drüber, hauen Schraube durch und ist das schon fixiert. Ja, wie eben angekündigt, der Lenker sitzt jetzt. Die Buchse ist drauf. Hier ist noch diese, was ist das, diese Buchse, die halt bei Speedfight normalerweise drin ist. Dann haben wir hier eine 10.9er Schraube. Das heißt, die hat eine höhere Zugfestigkeit als eine 8.8er. Deswegen kann ich die auch ein bisschen fester anziehen. Mutter auf der anderen Seite. Das Ganze hat auch hier schön den originalen Lenkanschlag. Ne? Auf der anderen Seite hat er auch einen. Das heißt, es ist gar nicht so wild, dass ich die unten weggeflext habe. Ich glaube, die können dranbleiben, können oder nicht, ist auch egal. So, das haben wir jetzt hier. Hier ist die Schraube. Ich habe hier noch eine kleine Sprengunterlegmutter drunter gepackt. Wie gesagt, 10.9er Festigkeit, kann ein bisschen mehr Drehmoment ab als ein 8.8er. Mutter. Hier sitzt jetzt noch diese Hülse drin, die originale. Ne? Hier drin ist nichts. Und hier ist einfach nur diese Buchse drauf. So, und hier kann man schön durchgucken. So. Und genau, das wird einfach dann drauf montiert. Nimmt man einfach den. Zack, drauf. Dann nimmt man sich hier die Schraube. Zack. So, ja, und den Rest, den solltet ihr ja selber kennen. Also Schraube durchstecken und festziehen, glaube ich, das kriegt jeder hin. Jetzt das Ganze nochmal mit Verkleidung. Das ist noch der alte Innenraum, da kommt ein neuer schwarzer hin. Genauso wie hier die Trittbretter, beziehungsweise das Trittbrett, das wird auch schwarz. Das ganze Weiße aus dem Innenraum verschwindet. Und ja, ich habe das einfach mal dran gebaut jetzt. Man kann sehen, hier vorne ist noch Platz. Der Luftspalt ist, glaube ich, ein bisschen mehr als Serie. Es ist aber egal, der Finger passt gerade, so dazwischen ist es voll in Ordnung. Anderes Problem aber noch. Hier drunter kann man sehen, da oben ist der Scheinwerfer. Und da scheppert der gegen. So, das heißt, das hier ist zum Glück nur so eine Hülle. Das heißt, man muss den Scheinwerfer hier so wegschneiden. Auf der anderen Seite auch, da kann man das auch sehen, wo er gegen scheppert, da oben. Ja. Hier diese Schraube hier und auf der anderen Seite auch die Schraube. Es ist der Griff noch rangekommen, ich habe hier noch die COSO-Anzeige rangemacht. Griff funktioniert, Lenker hat Platz, man kann lenken. Jetzt habe ich hier vorne noch den Aerox-Bremssattel dran gebaut, den muss ich noch entlüften, das habe ich noch nicht gemacht. Jetzt geht es weiter hinten am Federbein, erstmal mit dem Gabelumbau ist es jetzt fertig. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bis dann.